willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder so eine ganze Woche mit durch meinen Alltag. Ich will mir so ein paar cozy herbstliche Tage machen, habe ein bisschen was geplant und ein paar To-Dos. Mein Montag war bisher nicht sonderlich spannend. Ich habe den ganzen Vormittag an meiner Masterarbeit geschrieben, bin da jetzt endlich wieder halbwegs drin. Auch wenn ich jetzt gerade in dieser Phase bin, in der ich mein Thema hasse, jedes Wort hasse, das ich schreibe, aber ich glaube, das gehört dazu, da müssen wir alle durch. Ein bisschen muss ich mich aber jetzt trotzdem noch an den Laptop setzen und ein paar To-Dos erledigen, bevor es dann nochmal rausgeht für mich. Und ja, mal schauen, wie viel ich noch geschafft kriege. So viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich bin übrigens momentan komplett süchtig nach diesem Tee. Ich habe den neu entdeckt und der schmeckt richtig gut, aber der riecht auch einfach so unfassbar gut. Ich bin jetzt mehr oder weniger fertig am Schreibtisch. Ich habe zwar nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber ich muss jetzt gleich los. Ich wollte euch aber vorher noch kurz mein Outfit zeigen. Das ist nämlich von Armed Angels und Armed Angels arbeitet auch in diesem Video mit mir zusammen, unterstützt mich für diesen Vlog und ich freue mich mega darüber. Armed Angels ist eine nachhaltige Modemarke aus meiner Stadt Köln und ich liebe es einfach, dass sie bei der Produktion so sehr darauf achten, dass alles fair und nachhaltig produziert ist. Ich liebe vor allem die Armed Angels Jeans, weil die Jeansproduktion eigentlich so krass umweltschädlich ist. Dabei wird unfassbar viel Wasser verbraucht, unfassbar viele krasse Chemikalien und Armed Angels hat sich zur Mission gemacht, die Jeansproduktion komplett entgiftet durchzuführen. Ich bin übrigens 1,60 groß und trage bei der Jeans Leani 25 in der Weite und 30 in der Länge. Die Stoffe fühlen sich mega schön an, also ich könnte wirklich die nächsten Jahre einfach in diesen Klamotten leben und damit ihr auch eine möglichst lange Lebenszeit haben, gibt es ein paar Tipps, die ihr befolgen könnt. Wie zum Beispiel eure Jeans nicht allzu oft zu waschen, sondern vielleicht auch mal an der frischen Luft auszulüften, wenn ihr sie wascht, sie kalt zu waschen, auf links zu drehen und auf das Care-Label zu achten. Und vor allem auch sanfte Waschmittel zu verwenden. Natürlich habe ich auch einen Code für euch, wenn ihr Lust habt. Ihr bekommt mit meinem Code JOANNA-15 15% Rabatt auf alle Sachen bei Armed Angels. Einen direkten Link findet ihr in der Infobox. Klickt da gerne einfach drauf. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Und ich sehe gerade, ich muss mich ein bisschen beeilen. Sonst komme ich zu spät und ich will Bäcker nicht warten lassen. Wir gehen jetzt noch was essen und eigentlich wollten wir in die Bagatelle V, eins meiner Lieblingsrestaurants in Köln. Die hat aber zu, deswegen müssen wir jetzt gleich mal schauen, wo wir noch hingehen. Ich habe jetzt gleich einen Friseurtermin und ich freue mich so krass drauf, weil ich habe mich zwar darüber gefreut, als mir Leute geschrieben haben, dass mir die roten Haare sehr gut stehen, aber sie sollten nicht rot werden. Ich weiß nicht, ob es euch allen aufgefallen ist, aber ich hatte auch das Gefühl, dass meine Haare in den letzten Monaten ein bisschen rötlich waren in bestimmten Licht. Und das lag daran, dass ich so vor 2, 3 Monaten auch beim Friseur eine Tönung reingemacht habe. Und am Anfang waren die so richtig, richtig schön braun, also ein bisschen dunkler, als ich es jetzt habe. Und es hat mir so gut gefallen, auch eher kühl. Und nach ein paar Haarwäschen wurden meine Haare irgendwie so rötlich. Ich möchte wieder dunklere Haare haben, jetzt gerade auch für den Herbst und so. Aber ich will, dass das irgendwie ohne Rotstich funktioniert. Und das werden wir heute versuchen. Also so sind sie jetzt. So einen kleinen Ansatz habe ich jetzt auch schon. Und jetzt sind sie eher wieder hellbraun. Und sie sind auch wieder relativ lang geworden. Also ich will sie auch noch ein bisschen abschneiden. Und ja, schauen wir mal, ob es diesmal was wird. Und wenn sie wieder rot werden nach ein paar Haarwäschen, dann muss ich das, glaube ich, einfach aufgeben mit den Tönungen. Ich weiß auch nicht. Finde ich richtig, richtig schön. Ich finde, sie hätten sogar noch ein bisschen kürzer sein können, oder? Jetzt liegen die so auf den Schultern auf und ist schon okay, aber so ganz kurz wäre eigentlich auch mal cool. Naja, egal. Ich bin sehr happy. Ich liebe es, beim Friseur zu sein. Das ist immer so
richtig meine Wellness-Zeit alle paar Monate. Und da so zu sitzen und zu lesen, während die Tönung einwirkt und so, voll schön. Ich habe, während ich gewartet habe, ein bisschen in Nachthimmel mit Austrittwunden von Ocean Vuong weitergelesen. Das ist ja ein Gedichteband. Und ich bin nicht so schnell damit vorangekommen in den letzten Wochen, weil die Gedichte so intensiv und so gut sind, dass ich so richtig jedes Wort mitnehmen will und nicht verpassen will und auch jedes Gedicht versuchen möchte zu verstehen. Ich glaube, manchmal sind die so unfassbar klug und so dicht, dass man sich da richtig Zeit nehmen muss. Und irgendwie immer, wenn ich dieses Buch lese, bin ich total inspiriert. Und ich habe ja momentan wirklich leider ganz, ganz wenig Zeit, um an meinem Roman zu schreiben und irgendwie auch nicht so den Kopf, weil ich eh den ganzen Tag für die Masterarbeit vor meinem Word-Dokument sitze. Aber jedes Mal, wenn ich in diesem Buch gelesen habe, bin ich wieder inspiriert und habe mir jetzt auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und oh, Leute, ich freue mich einfach so unfassbar sehr, wenn ich diese Arbeit abgegeben habe und endlich wieder viel, viel mehr kreativ schreiben kann. Und wo wir gerade schon von der Masterarbeit sprechen, das ist auch der Plan für meinen restlichen Nachmittag. Ich setze mich jetzt nochmal ran und mache nochmal 3 Stunden oder so mindestens. Gleich ist unser Buchclub-Livestream und ich habe gerade alles ready gemacht und ich dachte, ich gebe euch mal so einen ganz kurzen Einblick hinter die Kulissen, wie es in dieser Wohnung aussieht, immer wenn der Livestream ist. Also ich habe jetzt dieses Mal hier vom Bücherregal aufgebaut. Hier ist noch ein Ringlicht, sehr professionell an meinem Kamerastativ befestigt. Wie die Umgebung ausschaut, zeige ich euch nicht, weil es extrem chaotisch ist. Okay, gut, also es hat alles perfekt geklappt. Nächstes Mal dann auch ohne diese komische Rückkopplung. Aber wir haben es ja schnell gemerkt. Guckst du es dir doch mal an? Ich gucke das nie noch mal an. Ja, irgendwann können wir auch mal ein riesiges Gemälde malen. Ah ja, sowas. Genau sowas. Was ist hier mit? Ich wollte euch ganz kurz zeigen, was wir in der Stadt alles besorgt haben. Wir sind ja eigentlich losgezogen, um ein paar Sachen für heute Abend zu kaufen, weil wir noch Besuch kriegen und was Cooles geplant haben. Aber Patrick und ich hatten schon so ein bisschen vor, auch nach Deko zu schauen. Eigentlich vor allem nach Herbstlicher-Deko. Davon haben wir jetzt nicht so viel gefunden, aber dafür genug andere Sachen.
Aber ich bin sehr begeistert von allem und deswegen wollte ich das mit euch teilen. Zuallererst waren wir bei Sustrene Grene und wir versuchen gerade Pflanzenmenschen zu werden. Ich habe da leider nicht so sehr ein Händchen dafür. Ich vergesse immer, die Pflanzen zu gießen. Patrick ist ein bisschen besser darin. Aber mir gefällt schon so der Gedanke davon, ganz viel Grün zu Hause zu haben, weil ich finde, dass das einen Raum immer noch so viel schöner und freundlicher macht. Und deswegen haben wir eine Pflanze mitgenommen. Und das ist diese Geigenfeige hier. Ich finde die Blätter super, super schön. Ich liebe es einfach extrem, ganz, ganz viele Kerzen zu Hause zu haben. Und deswegen ist ein neuer Kerzenständer mitgekommen und das ist dieser hier. Den finde ich auch sehr hübsch und er passt perfekt zur Couch und perfekt zu meinem Oberteil. Dann haben wir passend zu der neuen Pflanze dieses kleine süße Sprühdings mitgenommen, weil wir festgestellt haben, dass Gießen nicht einfach nur reicht und wir auch ein paar Pflanzen schon haben, die gerne die Blätter besprüht bekommen und deswegen dachten wir, nehmen wir sowas mal mit und ich finde es auch einfach voll hübsch. Ich finde es extrem schwer, an Schreibwarenabteilungen vorbeizugehen, ohne ein Notizbuch oder etwas in die Richtung zu kaufen. Ist mir heute natürlich auch nicht gelungen. Dann habe ich auch noch bei Sustrene Grene diesen Block mitgenommen, einfach für To-Do-Listen. Ich mache das zwar auch manchmal digital, aber ich merke einfach, dass ich es viel, viel schöner finde, dass so analog aufzuschreiben und abzuhaken, das gibt mir immer so ein gutes Gefühl und mein alter Block ist fast leer und deswegen habe ich den mitgenommen, weil ich den auch ganz süß fand. Und der Rest, den wir bei Sustrene Grene gekauft haben, ist für heute Abend. Wir wollen nämlich einen Malabend machen. Ich finde das total schön, sich einfach mit Freunden und Freundinnen hinzusetzen und jeder hat so eine Leinwand und dann malt jeder was für sich und dann haben wir noch eine extra Leinwand gekauft, auf die alle am Ende was zusammenmalen können, einfach nur aus Spaß. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Meisterwerke zu kreieren, sondern einfach so einen schönen, cozy Malabend zu machen. Ich habe das Anfang des Jahres bei einem Kumpel zum ersten Mal in der WG gemacht und ich fand das irgendwie so schön. Das war so gemütlich und wir waren alle so ruhig und so entspannt und trotzdem so miteinander. Dann so ein Acrylfarben-Set, da sind glaube ich 12 verschiedene Farben drin. Alle möglichen Farben und was uns irgendwie fehlt, werden wir versuchen uns zusammenzumischen. Natürlich noch ein paar Pinsel und so eine Palette, in der wir dann alles mischen können. Ich präsentiere gerade unsere Errungenschaften. Hallo, bin auch da. Dann waren wir noch bei Depot und wollten da nochmal nach herbstlicher Deko suchen, aber so richtig was gefunden haben wir auch nicht, außer eine Sache. Und zwar habe ich neue Kunstblumen mitgenommen. Diese hier, also das ist einmal so ein kleiner Strauß und noch dieser Zweig. Es ist halt nicht das gleiche wie frische Blumen, aber es ist halt einfach so, dass andauernd frische Blumen kaufen doch ins Geld geht und die dann natürlich auch kaputt gehen und so und das immer ein bisschen schade ist. Und dann haben wir noch so eine Tee- und Kaffeekanne mitgenommen. Also da kann man quasi losen Tee drin brühen. Natürlich musste ich auch kurz in den Buchladen. Aber das war auch geplant. Also ich habe mich auch wirklich zurückgehalten. Ich habe versucht, nicht zu viel nach links und rechts zu schauen. Mir Bücher, die toll aussahen, nicht zu intensiv anzuschauen. Und bin eigentlich direkt in die englischsprachige Abteilung gegangen, auf der Suche nach einem Buch, weil ich das ja sehr, sehr gerne unbedingt diesen Monat lesen möchte oder im Laufe des Herbstes lesen möchte. Und das ist Bunny von Mona Awad. Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wie man sie ausspricht. Awad. Ich freue mich auf ein paar schöne Dark Academia Vibes damit diesen Herbst. Und ja, das war meine kleine Mini-Haul. Was ist dein Favorite Piece von unseren neuen Sachen? Was findest du am coolsten? Die Pflanze. Die? Als hätten wir mehrere. Mein Favorite Piece ist natürlich das Buch. War ja klar. Saw you paint a picture.
ist echt schwierig. Beim Henning weiß ich nicht. Gelb kann man immer gut übermalen, oder? Zufrieden mit dem Ergebnis. So sehen sie aus. Also es sind jetzt keine Kunstwerke geworden und die Konsistenz ist irgendwie nicht so perfekt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir keine Waage haben und alles so Pi mal Daumen eher gemacht haben. Aber ich bin schon deutlich schlimmer gescheitert beim Backen. Also ich habe da echt kein Naturtalent dafür, aber ich finde einfach so den Prozess immer schön und wer weiß, vielleicht klappt das ja irgendwann noch mit mir und ich werde ein bisschen besser darin. Aber sie schmecken ganz gut auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon einen probiert. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis eine Freundin kommt. Wir werden uns einfach hier zu Hause einen gemütlichen Nachmittag machen. Und bis dahin wollte ich noch ein bisschen lesen und euch ein kurzes Reading-Update geben. Ich lese ja gerade Der Distelfink von Donna Tartt. Ich habe hier den Umschlag abgemacht, weil der beim Lesen voll gestört hat. Und ich bin jetzt auf Seite 187. Bisher geht es mir mit dem Buch eigentlich so, dass ich total froh bin, dass ich noch so viele Seiten vor mir habe, weil man sich ja bei guten Büchern immer wünscht, dass sie nie enden würden. Aber ich bin auch noch am Anfang, deswegen hoffe ich natürlich, dass dieser Eindruck bleibt und ich mich nicht irgendwann langweile oder so. Ich bin sehr gespannt, wie meine Beziehung zum Protagonisten über die Spanne des ganzen Buches sein wird. Er ist ja am Anfang ein Kind und trotzdem nicht so zugänglich. Also ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, wer er ist. Aber dazu muss man auch sagen, dass natürlich das Buch mit dem Tod seiner Mutter beginnt und einem riesengroßen Trauma und viel darüber hinaus ist auch nicht passiert. Und deswegen ist es klar, dass das seine ganze Welt und seine Gedanken bestimmt. Gerade gab es eine sehr, sehr schöne Begegnung mit einer anderen Figur. Irgendwie war schon das ganze Setting sehr atmosphärisch, in dem die Figuren sich unterhalten haben und irgendwie auch die Art und Weise, wie sie kommuniziert haben. Ich komme jetzt auf jeden Fall zu dem Teil des Buches, der im Klappentext noch nicht vorweggenommen ist. Ich habe auch noch ein paar andere Bücher angefangen, zum Beispiel die Essaysammlung von Roxane Gay lese ich ja gerade noch, aber ich bin richtig in der Stimmung, jetzt einfach in dem Roman weiterzukommen. An so einem Sonntag hat man ja auch echt mal Zeit und Ruhe dazu und deswegen werde ich das jetzt machen.